Im Grunde gibt es natürlich eine Form der Reparatur, könnte man sagen. Gibt es natürlich, sobald es etwas gibt. Also auch schon ganz am Anfang der Filmgeschichte gibt es ja den Fall, dass der Film mal reißt und dann muss man ihn wieder zusammenkleben, ja. Oder es gibt den Fall, dass Filme Schrammen haben und dann werden sie irgendwie chemisch behandelt, damit sie weniger Schrammen haben. Also das ist ja nichts Neues. Das gibt es eigentlich so lange, wie es Material gibt, das auf Film ist. Eine Form der Restaurierung, die sozusagen inhaltlich den Film wiederherstellt, gibt es natürlich noch nicht so lange. Aber vielleicht seit, sagen wir mal, seit den 30er Jahren oder so, würde ich schon denken, mit dem Aufkommen der Filmarchive. Also die ersten wirklichen Filmarchive, die nicht nur, also Firmenarchive sind, gibt es eben seit den 30er Jahren. Und seit dieser Zeit gibt es natürlich auch die Bemühungen, die Filme in der möglichst besten Fassung im Archiv zu haben. Und in den letzten Jahren hat sich da sehr viel getan, dass man also versucht, die Grundsätze von Philologie, die es ja seit Hunderten von Jahren gibt, im Bereich Text zum Beispiel oder im Bereich von Bildern, dass man das auch auf Film anwendet und dass also die Filmrestaurierung nicht nur eine technische Angelegenheit ist, sondern eben auch eine geistige Angelegenheit. Und das Schwierige ist, diese beiden Ebenen miteinander in Verbindung zu bringen. Ja, die Entscheidung für die Restaurierung hängt natürlich immer davon ab, ob es überhaupt notwendig ist. Also wenn ich einen beschädigten Film habe und ich weiß, es gibt von diesem Film ein gutes Material anderswo, dann muss ich den nicht restaurieren, sondern kann ich den beschädigten Filmrolle in Ruhe wegwerfen und eine neue Kopie machen von dem besseren Material, das es woanders gibt, wenn ich es bekomme. Ja. Wenn das Material Unikat ist und es diesen Film nur noch in dieser beschädigten Fassung gibt, dann muss ich etwas unternehmen. Dann muss ich mir eben überlegen, mit welchen Methoden kann ich dann das beste Ergebnis erzielen. Aber das kann man jetzt nicht so allgemein sagen. Es kommt auf den wirklichen Einzelfall an. Was hat der Film für ein Problem? Und davon hängt dann ab, welche Schritte man wählt. Ein Problem bei der Restaurierung, zumindest solange man im analogen Bereich arbeitet, ist ja, dass man immer duplizieren muss. Bei Filmen muss man sowieso duplizieren, weil ich kann ja mein Original nicht vorführen. Ich muss ja eine Kopie herstellen, die durch den Projektor gehen kann. Und das Original will ich nicht vorführen, damit es nicht beschädigt wird. Das Original ist auch im Idealfall natürlich keine Vorführkopie, sondern ist das Negativ, das Originalnegativ des Films. Oft ist es aber verloren. Und das Einzige, was übrig ist, ist eben nur noch eine Kopie. Und die ist vielleicht in schlechtem Zustand. Wenn ich jetzt diesen Film restaurieren will und es gar kein anderes Material auf der Welt mehr gibt, dann muss ich ein Duplikat von diesem Film machen. Und davon wieder eine Kopie. Und dann habe ich Generationsverluste. Also dann habe ich Bildqualitätsverluste, die einfach unvermeidlich sind und die man nur jetzt neuerdings vielleicht etwas mehr vermeiden kann, indem man mit digitalen Methoden arbeitet. Weil beim digitalen Kopieren entsteht zunächst mal nicht durch die Kopierung der Kopierverlust oder der Generationsverlust. Also heute ist der Unterschied zu vor 20 Jahren, dass man erstens im analogen Bereich bessere Kopiermaschinen hat. Also man kann sicherlich besser kopieren, als man vor 20 Jahren kopieren konnte. Einfach im analogen Bereich von positiv wieder auf negativ, wieder auf positiv und so weiter. Die Kopiermaschinen sind besser, die Techniken sind besser, die Leute. Es gibt spezielle Kopierwerke, die für Restaurierung ausgerüstet sind und nicht nur Kopierwerke sind, die normale Serienkopien machen. Also da ist eine Szene entstanden und eine Expertise vorhanden, die es vor 20 Jahren in dem Maße noch nicht gab. Und wir haben zusätzlich die Option der digitalen Bearbeitung. Für bestimmte Schäden, die eben analog nicht beseitigt werden können, gibt es die digitale Bearbeitung, wenn man sie sich leisten kann. Es ist natürlich sehr viel teurer. Derjenige, dem der Film gehört, der hat zuerst mal die Verantwortung für diesen Film. Und er hat ja dadurch, dass er das Copyright hat, auch das Recht, zu entscheiden, ob der Film bearbeitet wird oder nicht. Das ist so. Und wenn dieser Mensch... Es ist meistens kein einzelner Mensch, ja, sondern es sind ja große Organisationen. Aber wenn die nicht sorgfältig umgehen mit dem Material, dann kann natürlich das durchaus passieren, dass etwas verloren geht. Und das ist ja auch passiert. Große Teile der Filmgeschichte sind ja nicht mehr vorhanden, weil die Gesellschaften, die die Filme hergestellt haben, gar nicht daran gedacht haben, dass dieser Film in 100 Jahren vielleicht noch von Interesse sein könnte oder auch vielleicht noch einen Wert darstellt. Und man hat Filme betrachtet wie wie Zeitungen, ja. Man liest die und man wirft die weg. Und so hat man es mit Filmen auch gemacht. Nicht ganz so schnell, aber die Filme haben ein Leben gehabt in den Kinos. Die laufen erst in den Premierenkinos, in den großen Städten, dann kommen sie in die Vorstädte, dann laufen sie auf dem Land. Und irgendwann sind sie nach ein bis zwei Jahren so abgenutzt, dass man wirklich nichts mehr damit anfangen kann. Und dann ist der Film auch alt. Der Film ist von der letzten Saison.
Und in den 20er Jahren oder so hat ja noch niemand an DVD-Auswertungen, an Zweitauswertungen im Fernsehen oder an Director's Cut oder an all diese Dinge, die es heute gibt, gedacht. Insofern war der Film scheinbar wertlos. Und niemand hat ein Interesse daran gehabt, das aufzuheben, weil das kostet ja Geld. Wenn man Filme aufheben will, braucht man Platz, man braucht gutes Klima. Und gerade wenn man in Kalifornien lebt, wo die meisten Filme hergestellt wurden, dann ist eben Platz und Klima immer ein Problem, weil da ist es heiß. Und so ist viel verloren gegangen. Also es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem Master eines Films und den vielen Repräsentationen, die dieser Film auf der Welt haben kann, als Proxy sozusagen. Ja? Also wenn ich mir den Film auf DVD besorgen kann oder wenn ich ihn auf YouTube sehen kann oder wenn ich ihn irgendwo zum Download kriege oder in einer Videothek ausleihen kann oder im Fernsehen sehe oder. Oder auch sogar die Filmkopie ist ja nicht wirklich der Film, sondern ist nur eine Repräsentation dieses Films in diesem Moment, auf diesem speziellen Medium, wo ich ihn antreffe. Und der Film kann aber nur auf Dauer überleben, wenn das Master, sprich das Originalnegativ im Idealfall, oder ein sehr gutes, davon gezogenes Material, sicher aufbewahrt wird. Auf Dauer. Denn nur davon kann ich wieder neue Master ziehen, von denen ich neue Repräsentationen in den dann neuen Medien in der Zukunft wieder ziehen kann. Wir wissen ja alle, DVD wird vielleicht noch 10 Jahre oder 20 Jahre existieren. Und dann wird es wieder ein neues Medium geben. Jetzt kommt schon Blu-ray. Demnächst kommt vielleicht Red-Ray oder Green-Ray oder who knows what. Die Auflösungen werden besser werden. Also die Formen, wie die Sachen verbreitet werden, werden sich immer ändern. Aber das Urmaterial, auf das alles zurückgeht, was auf diesen Medien drauf ist, das muss man erhalten. Und das ist das, was die Filmarchive tun. Und die tun es auch im Moment noch auf Film. Weil die Datensätze eben auch nur Proxys sind, die nicht die volle Auflösung des Films in der Regel enthalten, die nicht den vollen Farbraum enthalten und die auch wiederum auf Trägern sind, die nicht sicher sind. Oder eben in einem lebenden System, wo große Datenmengen frisch gehalten werden, wo man dauernd Backups hat und die Platten gewechselt werden und so weiter und immer migriert wird, das ist aber sehr, sehr teuer. Das heißt, auf lange Sicht große Datenmengen, die ein Film erfordert, in hoher Auflösung aufzuheben, ist im Moment noch preisgünstiger, das Filmmaterial selbst aufzuheben. Wenn der Film sehr bekannt ist, wird er öfter benutzt. Ja? Also bis vor einigen Jahren oder sagen wir mal vielleicht bis vor 20 Jahren sind ja auch vor allen Dingen in der amerikanischen Filmindustrie, aber auch hier, alle Kopien vom Originalnegativ gezogen worden. Das heißt, je populärer der Film war, desto öfter wurde dieses Originalnegativ benutzt, bis zu Hunderten, Tausenden von Malen und ist natürlich zerstört worden durch die Benutzung. Und ein weniger populärer Film, da ist das Originalnegativ dann noch in wunderbarer Qualität erhalten. So hat man also jetzt die ironische Situation, dass die besonders wichtigen oder die uns besonders wichtig erscheinenden Filme, weil sie besonders viel gesehen worden sind, oft in schlechterem Zustand sind als die Filme, die niemand sehen wollte. Im physischen Zustand, ja. Metropolis ist ein Sonderfall, weil der Film eben so stark verändert worden ist vom Inhalt her. Und insofern gab es dann eigentlich gar nicht so viele verschiedene Fassungen. Es gab mehrere Fassungen, die aber alle verschieden falsch waren, so könnte man sagen. Also die Urfassung des Films ist ja eben nur sehr wenig verbreitet worden und so wenig verbreitet worden, dass sie gar nicht überlebt hat. Bis wir vor einem Jahr erfahren haben, dass in Argentinien doch noch Material ist, das also die verlorenen Szenen zum großen Teil enthält. Aber leider eben kein Originalmaterial, also kein Originalnegativ, auch keine Kopie von einem Originalnegativ, sondern eine schon von dem kopierten Material umkopierte 16mm Kopie in sehr, sehr schlechtem Zustand. Das heißt also, dass der Film, auch wenn wir die Szenen einsetzen können, was wir jetzt ja versuchen in den nächsten Monaten, die bis jetzt gefehlt haben, immer einen ruinösen Charakter haben wird, weil man sehr deutlich sehen wird, wo also die Zusätze herkommen und in welchem Zustand sie waren. Das ist also beyond restoration, könnte man sagen, was da an Qualität noch erreichbar ist.